Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Orwell. Wir haben Miss Nina Metanova ein bisschen unter die Lupe genommen. Und jetzt haben wir hier einen Listener. Und zwar ein Phone Call von Sylph. Okay. Dann werden wir da mal lauschen, was Nina mit Sylph so bespricht. Okay, die war die letzte Woche im Bett. Ah, okay, sie passt auf ihren Sohn auf. Okay, sie passt auf ihren Sohn auf. Genau, noch am Reader. Okay, Config with Unknown Data Chunk. Wo eine Pickup Mike vom Orchid. Na, ob das interessant ist? Ich weiß nicht. Hey Molly, would like to inform you that my new rating McDonald's is left for you. Okay. Miss Schwartz did an okay job at the Circle Mall. She seemed a little distracted though and ultimately quit for not feeling well after 8 of 10 planned work hours. Das stimmt nicht. Ne, wir nehmen das andere. Sie hat gearbeitet. Sie hat da gearbeitet. Sie hat da gearbeitet bei der Mall. So she worked at the bombing site and even at the right time. We have now been able to associate Miss Metanova with every bombing location. Her whereabouts are hereby clarified. Things are not looking good for her. That's it. You found all we need to know. Let's see. Her knowledge about explosives might have helped Miss Metanova build those bombs. There's evidence to suggest that she's been strong reasons to hate the safety bill. That doesn't look great for her. And finally, we could associate her with every single bomb location and prove that she was present at the correct time of one. Seems we found a prime suspect. This is grounds for arrest. Well done. I will need a moment to talk to my superiors. I'll get back to you soon. Keep observing with Metanova for activity. Okay. Oh, da haben wir noch den Insider. Die History hat sich geändert. Oh, jetzt ist es offline, okay. Aber wir haben was im Listener. Eine Chat-Session mit Harrison. Und der ist so ein Witzbold. Ebenezer Scrooge ist, glaube ich, Dagobert Duck, oder? Sie braucht Tech-Knowledge, okay. Okay, sie hat herausgefunden, dass wir auf ihrem PC waren. Sie hat Angst. Sie hat Angst hier. Okay, und er fragt sie, ob sie sich die Hände schmutzig gemacht haben. I need to get out of here before the cops are here. She's what? We cannot let our main suspect escape, but we'll assemble an intervention team immediately. We'll start creating roadblocks. I'll inform the intervention team that they should move in aggressively, as if or not she might react violently. Since the device is offline, we'll have to start at her home. Thankfully, we already know her address. Go through her communication. Maybe she will hint at places she goes when she isn't at home. Forward anything of importance to me at once. I'll brief the intervention team accordingly. It's in your hands now. Don't mess this one up. We can't afford it after the incident at the mall.
Okay, 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 okay. Fast gesagt, wo dieser Ort ist. Wir sagen mal nicht, dass sie eine Waffe hat. Ich möchte nicht, dass sie zu aggressiv da durchgehen. Back da ist sie, lass ich mal climbing und jump the next building. Okay, wir hören sie gerade flüchten. Stimmt, ja, klar. Und das hatten wir natürlich nicht. Das haben wir nicht mitgenommen, weil wir dachten, das ist nicht so wichtig. Scheiße. Da können wir sie vielleicht abfangen. We have no idea where that is. Find it quickly. Doch, wir wissen, wo das ist. Wir wissen, wo das ist. Wir wissen, wo das ist. Hier, wir wissen, wo das ist. Very good. I have the team go there. Ich glaube, das ist gerade das Finale des dritten Tages. Schlägt ihr vor, ihren Sohn dahin zu lassen? Da zu lassen? Warte. Ha! Stimmt, es war zu spät. How could you hold that back? We should have known that much earlier. Scheiße. I lost connection to the officer at the scene. What the... I need my connection back now. Finally, looks like we're successful. However, our target, she didn't make it. There was a shootout. After the first shots, the team returned fire. I told them to go on aggressively. I thought it was the right thing to do. I didn't want this to happen. With powder and lead. Who is writing at the worst possible time? I just want to be done with this horrible day. Can you check out the mail, please?
Abram Goffert, Senior, I'm sorry. Yeah, I'm sure some have drawn the investigator's attention to you, but frankly, you overstepped the boundaries of our agreement. The bombs were meant as a warning to those who are indifferent. A beacon of remembrance to our message of thoughts. They were not meant to kill. Once again, you disappoint me with your insane hatred and rage. Consider our agreement void. Hallo? Oh my god. I can't believe you just found this, can you? They worked together on this madness, but why? I still don't get it. This changes everything. We must find Abram Goffert tomorrow. Before, we need some rest. It has been one hell of a day. You might look out now. Fuck! Das war, glaube ich, wieder nicht das allerbeste Ende eines Tages, was wir erreicht haben. Ich werde das Spiel übrigens, wenn ich das Let's Play durch habe, nochmal neu spielen und versuchen, alles richtig, oder versuchen, nicht alles richtig zu machen, aber alles anders zu machen. Okay, das war jetzt der Tag. Wir loggen aus. Unperson haben wir abgeschlossen. Explosive device, member of thought, was killed in the attempt to make an arrest. Episode 4, Memory Hole. Am 10. November kommt es raus. Die vierte Episode. Ich finde das schön, dass die im Wochenrhythmus rauskommt. Das finde ich sehr gut. 10. November ist in 5 Tagen. Das heißt Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wahrscheinlich komme ich erst wieder am Freitag oder Samstag zum Aufnehmen. Durch meinen neuen Job ist das alles ein bisschen schwieriger. Aber das war der nächste Tag von Owl und ich finde dieses Spiel einfach so geil. Es ist so mega interessant, aber es fällt mir alles nicht leicht, weil man hat so diese mega Verantwortung, was ich überhaupt nicht ab kann. Ich hasse Verantwortung und ich habe halt diese mega Verantwortung, dass man im Prinzip alleine für das Wohl und Weh von zigtausenden Menschen verantwortlich ist. Alter, ich bin froh, dass ich so einen Job nicht im echten Leben machen muss, sondern einen viel ruhigeren Job habe an der Volkshochschule. Okay, ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Orwell. Ja, meine Let's Play am Livestream, meine Rechtschreibfehler oder bei dir an der Kasse wieder. Euer Remedy RP. Macht's gut. Tschüsschen.